Ich bin im Leben ziemlich konsequent und habe ich mir etwas vorgenommen, führe ich durch mit Schwung und Temperament. Da darf mir keiner in die Quere kommen. In einem Punkt bloß, da versage ich. Ich möchte wie Lohengrin rufen, frage nicht. Zu meiner Schande muss ich laut verkünden. Ich kann des Abends nie nach Hause finden. Ich will um 10 stets nach Hause gehen. Und jedes Mal wird's 4, 5, 6. Woran das liegt, ich kann es nicht verstehen. Vielleicht habe ich doch irgendwo Komplexe. Wenn ich mal sitze, denk ich nicht ans Bett, als wenn ich Fliegenleim am Podex hätt. Ich kann mich wenden und ich kann mich drehen. Es glückt mir nicht, um 10 nach Haus zu gehen. Ich hab Nerv, ich kann wie ein Hamster pennen. Ich kann den ganzen Tag zu Hause sitzen. Jedoch des Abends, wenn die Lichter brennen, dann muss ich schnell mal um die Ecke flitzen. Und wenn ich bloß einen Brief in Kasten steck, der kleine Weg erfüllt schon seinen Zweck. Ich bin auch nicht mal ganz am Kasten dran, schon quatscht mich irgendein Bekannter an. Dann kann ich nicht um 10 nach Hause gehen. Man kann sich doch nicht auf den Ruck empfehlen. Man lässt doch nicht einen Menschen einfach stehen. Man muss sich doch eine Schnauze voll erzählen. Man spricht von dem, was so am Tag passiert. Und wie Herr Schulze seinen Bruch kuriert. Und wie die IG-Farbenaktien stehen. Ja, da kann man nicht um 10 nach Hause gehen. Und einmal wollte ich überhaupt nicht weg. Da wollte ich schon um 8 drin ins Bett. Da merkte ich zu meinem größten Schreck, ich hatte nicht eine einzige Zigarette. Ich sause in die nächste Kneipe rin. Und wie ich mir da umsehe, wer sitzt drin? Mein Heinrich Ziller, der mein bester Freund. Und der steht so gut mit mir gemein. Da konnte ich nicht um 10 nach Hause gehen. Wie er mir ansah, so durch seine Brille. Na Claire, komm, wir trinken schnell noch ihn. Ihr wisst doch, sagt ich, lieber Vater Till. Das war die letzte und die schönste Nacht, die ich mit unserem Meister zugebracht. Ich hab ihn hinterher nicht mehr gesehen. Er musste leider zugebracht.